Damit seid gegrüßt zu einem neuen Adventskalender mit dem Zwergenfürst. Und heute ist jemand zu Gast bei mir. Wie schon in den letzten Jahren, es ist mittlerweile fast eine Tradition. Und immer wieder am 6. Dezember. Immer wieder am 6. Dezember. Es ist ein Muss, dass er hier mit bei mir ist. Also, und ja, heute begrüße ich als Gast bei mir den Klaus. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann und passt ganz gut zum Tag heute, meinen Namenstag mit dir wieder feiern und begehen kann. Und wir wollen zu diesem Tag und zu dem Namen, der über dem Tag steht, heute auch was zusammen hören und uns anschauen. Jedes Jahr am 6. Dezember feiern wir den Gedenktag des heiligen Nikolaus. Am Abend davor stellen die Kinder ihre Schuhe oder Stiefel vor die Tür und hoffen, dass in der Nacht der Nikolaus kommt und ihnen kleine Geschenke bringt. Am nächsten Morgen wird natürlich gleich nachgeschaut, ob die Stiefel gefüllt sind. Doch wer war er eigentlich? Warum feiern wir das Fest und vor allem, warum bringt er seine Gaben heimlich in der Nacht und steckt sie in die Schuhe? Dazu blicken wir zurück viele hundert Jahre in das dritte Jahrhundert, in der Nikolaus lebte. Vor sehr, sehr langer Zeit, im dritten Jahrhundert, lebte in der Stadt Patara, die heute zur Türkei gehört, ein Ehepaar. Sie waren sehr reich, hatten ein großes Haus und viele Tiere und Ländereien. Das Einzige, das ihnen zum vollkommenen Glück fehlte, war ein Kind. Lieber Gott, lass uns endlich Eltern werden, beteten sie jeden Tag. Nichts wünschten sie sich mehr, als sie schon fast die Hoffnung auf ein Baby aufgegeben hatten, wurde ihr Wunsch doch noch erfüllt. Sie bekamen einen kleinen Sohn. Überglücklich nannten sie ihn Nikolaus. Von seinen Eltern lernte Nikolaus, Gott für alles dankbar zu sein und mit anderen Menschen zu teilen. Eines Tages wurden Nikolaus Eltern leider sehr krank und starben kurz danach. Nikolaus war traurig darüber. Oft konnte er vor Kummer nachts nicht schlafen. Dann spazierte er durch die Straßen seiner Heimatstadt. Bei Tag arbeiteten die Leute viel und verbargen ihre Sorgen und Nöte, aber bei Nacht bekam Nikolaus aus den Häusern manches sorgenvolle Gespräch und manches Weinen der Menschen mit, wenn sie glaubten, dass niemand sie hörte. Von seinen Eltern hatte Nikolaus das ganze Geld geerbt, doch er wollte nichts von dem Reichtum für sich behalten. Er fing an, Gaben, Besitztümer, auch Geld unter den armen Menschen zu verteilen. Dabei wollte er nicht auffallen oder gesehen werden. Deshalb ließ er seine Gaben ihnen meist nachts zukommen. In der Stadt wohnte eine Familie mit drei Töchtern, die sehr arm war. Damals war es jungen Frauen nur möglich zu heiraten, wenn sie genügend Geld hatten. Kein Mann wollte zu dieser Zeit eine arme Frau heiraten. Der Vater machte sich furchtbare Sorgen, was aus seinen Töchtern werden sollte, wenn er einmal stirbt. Ich muss ihnen unbedingt helfen, sagte sich Nikolaus, als er von der aussichtslosen Situation der jungen Frau hörte. Aber es soll niemand wissen, dass ich derjenige bin, der sie unterstützt. Mitten in der Nacht schlich er sich leise zum Haus der Familie und warf einen Klumpen Gold durch das offene Fenster. Als die älteste Schwester das Gold am Morgen fand, war sie überglücklich. Jetzt hatte sie genügend Geld,
und zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Als ein paar Nächte später wieder Gold ins Haus geworfen wurde und die Zukunft der zweiten Schwester damit abgesichert war, hielt es der Vater nicht mehr aus. Ich muss unbedingt wissen, wer es ist, der uns so unglaublich geholfen hat, sagte er. Er versteckte sich und wartete. Und tatsächlich, es dauerte nicht lange, da kam Nikolaus und warf einen weiteren Goldklumpen durchs Fenster. Der Vater sprang auf und rannte zu ihm, um ihm zu danken. Du hast meine Töchter vor einer traurigen Zukunft bewahrt. Dafür werde ich dir immer dankbar sein, rief er. Das werden wir dir niemals vergessen. Nikolaus aber bat ihn, es niemandem zu erzählen. Er wollte kein Lob dafür. Für ihn war es selbstverständlich zu helfen. Und auch als Bischof vergaß Nikolaus niemals die Menschen vor Ort und half ihnen, wo er nur konnte. In einem heißen Sommer hatte es sehr lange nicht mehr geregnet. Die Hitze war unerträglich, es gab kaum Wasser und das Obst auf den Bäumen und das Getreide auf den Feldern vertrocknete. Die Menschen hatten schrecklichen Hunger. Bischof Nikolaus ging durch die Straßen und sah die Not um sich. Da hörte er aufgeregte Rufe. Schiffe waren im Hafen von Myra angekommen, die bis oben hin mit Getreide beladen waren. Bischof Nikolaus eilte sofort los. Er erzählte von der Not in Myra und sagte: Kapitän, könnte ich bitte etwas von dem Getreide bekommen, damit die Menschen etwas zu essen haben? Der Kapitän schüttelte den Kopf. Das Getreide ist genau gewogen. Wenn etwas fehlt, werde ich vom Kaiser bestraft. Mit Gottes Hilfe wird nichts davon fehlen, wenn der Kaiser seine Lieferung bekommt, versprach Nikolaus. Vertrau du mir, wie ich auf Gott vertraue. Der Kapitän zögerte. Aber als er die hungrigen Gesichter der Leute sah, die am Hafen standen, und als er sah, wie sicher sich Nikolaus seiner Sache war, stimmte er schließlich zu. Bischof Nikolaus verteilte das Korn an die hungrigen Menschen, und alle wurden satt. Was übrig blieb, wurde auf den Feldern für das kommende Jahr ausgesät. Währenddessen brachten die Seeleute die Schiffslieferung zum Kaiser und staunten, denn es fehlte wirklich kein einziges Korn. Seit diesem Tage ist der heilige Nikolaus auch der Schutzpatron der Seeleute. Ein anderes Mal hörte Nikolaus von einer Familie, die große Not litt. Die Mutter war gestorben und der Vater so krank, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Die Kinder versuchten, selbst Geld zu verdienen, doch es fehlte vor allem an Essen und an Kleidung. Da kam ein Mann mit einem großen Sack, stellte ihn vor die Tür ab und ging weg. Der Vater rannte ihm nach, so schnell er konnte. Der Fremde drehte sich um und sagte: Geh nach Hause und ruh dich aus, es ist kalt. Und du willst doch bald wieder gesund werden. Aber der Vater erkannte Bischof Nikolaus und dankte ihm. Als er zu Hause ankam, öffneten die Kinder aufgeregt den Sack. Es waren Schuhe für den anstehenden Winter darin. Und sie waren gefüllt. Vater, da sind Spielzeug und Süßigkeiten drin, riefen die Kinder begeistert. So etwas Schönes hatten sie noch nie bekommen. An diese Taten des heiligen Nikolaus erinnern wir uns auch heute noch. Deshalb stellen die Kinder am Abend vor dem 6. Dezember ihre Schuhe oder Stiefel vor die Tür und hoffen, dass diese am nächsten Morgen gefüllt sind. Ja, danke auch an den Klaus, der hier mit mir heute in diesem Adventskalender Türchen gelesen hat. Gerne. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob der Nikolaus, während wir gelesen und erzählt haben, auch uns beschenkt hat,
auch uns was in die Schuhe gesteckt hat, denn die haben wir gestern Abend natürlich auch vor der Tür gestellt. Und vielleicht, wenn ihr mal vor eure Zimmer guckt, habt ihr auch was in den Latschen. Ja, bevor wir zu den Schuhen gehen, morgen geht es direkt weiter mit dem nächsten Adventskalender-Türchen. Allerdings nicht auf diesem Kanal, sondern bei der Ninilein. Da müsst ihr dann in diese Playlist gucken, die hier irgendwo verlinkt ist. Oder ihr schaut auf dem Kanal der Ninilein vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Adventskalender-Türchen auf meinem Kanal oder auf dem der Ninilein. Und dann verabschiede ich den heutigen Gast, den Klaus auch. Wir sehen und hören uns dann am 6. Dezember im nächsten Jahr wieder. Wahrscheinlich. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.